Der Titel der Ausstellung lautet Volksglaube und Aberglaube – zwischen Herzensgeheimnissen und düsteren Schatten. Es geht hier nicht um den Aberglauben, wie ihn vielleicht der Volksmund verwendet, oh, du sollst nicht unter einer Leiter durchgehen oder einen Spiegel zerbrechen, das bringt Unglück. Es geht darum, wie die Begriffe Volksglaube und Aberglaube vor rund 100, 200 Jahren verstanden wurden. Es geht darum, einen Blick einzunehmen, der den Volks- und Aberglauben im religiösen Umfeld des Katholizismus versucht zu kontextualisieren. Die Herzensgeheimnisse erkannte kein Geistlicher, sondern der Jurist Josef Kohler im Volksglauben. Er meinte, um ein Volk regieren zu können, ist es notwendig, den Volksglauben zu kennen und damit in die intimsten Herzensgeheimnisse des Volkes einzudringen. Ein gelehrter bayerischer Theologe hat sich um die Jahrhundertwende mit dem Begriff des Aberglaubens auseinandergesetzt und ein Diktum geprägt, das auch heute noch nachhallt. Und zwar, dass in einer auch vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft diese düsteren Schatten immer noch im Schwange sind und für ihn der Aberglauben ein Kulturphänomen allerersten Ranges darstellt. Diesem Kulturphänomen wollen wir uns in der Ausstellung anhand von 4 Teilbereichen widmen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, warum wir uns für die Begriffe Volksglaube und Aberglaube dezidiert entschieden haben, dann verweise ich euch sehr gerne auf den ursprünglich geplanten Einführungsvortrag zur Sonderausstellung, den ihr auch auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Museums finden könnt.